Oh mein Gott, Leute, willkommen zurück zu Paper Mario. Hier im Cooperdorf sind die Fuzzies los. Alter, voll geil über mich rübergesprungen. Ich weiß gar nicht, ob ich die erwischen kann. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder einschaltet. So, die Fuzzies sind los und ich muss hier den... Oh, der arme Typ. Diese oberdämlichen Fuzzies, sie haben meinen Panzer auf einen Baum geworfen. Wie können sie nur so grundlos bösartig sein? Das war mein bester Panzer. Ja, ja, grundlose Bösartigkeit. Öfter auch mal in den Comments zu sehen. Aber nicht bei mir. So. Bitteschön, Kuppel. Oh, Alter, bei dem Wurf könnte man doch annehmen, du hast den Panzer selber auf den Baum geworfen. Danke, Mario. Dieser Panzer wurde maßgefertigt. Bestimmt. Deshalb steht er mir so gut. Ich sehe doch cool aus, oder? Du siehst genauso aus wie alle anderen. Na, was denn, Mann? Okay, kann ich die eigentlich erwischen? Oh. Oh, was hast du halt in einem Koopa-Blatt? Du kannst keine Worte in einem mehr tragen. Oh. Ein Blatt aus Koopaheim stellt 3 BP wieder her. Wir können ja mal wegschmeißen. Halt irgendwas doofes. Ich habe nur coole Sachen dabei. Ach komm, der Pilz ist lame. So, Pilz weggeworfen. So, ich will mal gucken, ob ich den Fuzzy irgendwie. Wie kommt man da. Oh! Tatsächlich, einen habe ich weggekloppt. Komm her! Also rufspringen. Yeah, sehr schön. Okay, so. Ihhh. Was soll. Ach, der olle Trockenpilz. Ein sehr trockener Pilz stellt ein paar KP wieder her. Das bräuchte nicht. Der kann weg. Den wurde weggeworfen. Na, ah, fast genau wieder zu mir. So, was hast du hier für ein Problem? Oh, mein Panzer ist dort oben. Was soll ich noch mal? Das ist so hoch für mich. Springt einfach dagegen. Boom. Ja. Warum hast du eigentlich, nur ein Unterhemd an und keine Unterhose? Oh, du bist der Beste. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt geht's ja wieder gut. Gucke ich mich mal in den Läden um. Ach, warte mal, hier war ja wohl so ein Heiltod. Und was wird hier verkauft nochmal? Dumm, dumm, dumm. Ach ja, 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 hier war ja das alte Tier. Alter, guck mal hier, der Voltpilz lädt Mario elektrisch auf. Kein Gegner sollte ihn berühren. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich glaube, ich lager bei dir erstmal was. Na, bin verlässlicher und günstiger Laden. So, ich möchte mal kurz was lagern, was ich jetzt nicht so brauche. Du kannst noch 32 Items lagern. Aber nur so wenig? So, das Kuppelblatt werde ich erstmal lagern. Okay. Soll ich noch was für dich lagern? Jo. Irgendwas, was man halt echt nicht so braucht. Erstmal hier den Furchtigelbeug, oh ne. Okay. Die Musik. Ja, Schäfchen. Ach, ich denke mal, den Rest werde ich einfach mal so einsetzen zwischendurch. Hoffentlich sieht man sich bald mal wieder. Tschüss. So, hier geht es jetzt einem wieder gut. Hier haben wir noch ein Häuschen. Mit Bonbons? Was zur Hölle? Diese Bonbons sind aus der Festung der Koopa-Brüder geflohen. Leider mussten sie feststellen, dass die Dinge hier im Dorf auch nicht besser sind. Die Fuzzies flippen völlig aus. Die armen kleinen Bonbons. Wie? Ich? Also ich verlasse das Haus nicht, weil ich den Fuzzies nicht in die Hände fallen will. Er macht es ja wieder einfach. Sie würden mir bestimmt meinen Panzer wegnehmen und damit spielen. Ohne Panzer sehe ich gar nicht cool aus. Nein, danke. Ich bleibe lieber hier und höre Musik. Was hörst du denn so für Mucke? Sender Opas Plattenkiste. Okay, das ist... Das ist, glaube ich, das Credit-Theme von Super Mario World, nicht wahr? Nice. Und ihr? Hör mich an! Die Koopa-Brüder in der Festung haben uns zu harter Arbeit gezwungen. Wenn es nach ihnen ginge, gäbe es weder Rast noch Ruhe. Niemals will ich an diesen schrecklichen Ort zurückkehren. Alter, das scheint so richtig abzugehen, da müssen wir hin. Wir sind Bonbons, wir sind aus der Festung der Koopa-Brüder geflohen. Wir dachten, dass wir wenigstens hier im Dorf ein bisschen Frieden finden könnten. Was für ein Reinfall, die Fuzzies versetzen hier alle in Angst und Schrecken. Alles, was wir wollen, ist ein bisschen Ruhe und Frieden. Na, jagt doch einfach die in der Luft. Die könnte einfach explodieren, oder seid ihr denn für immer tot? Weiß ich gar nicht, ich hab's nicht ausprobiert. Na gut, gehen wir weiter. Noch mehr Fuzzies. Und, oh, noch Koopa-Blätter. Tada! Was soll... Alter, was ist mit dem Haus da los? Boah, richtig krass. Hallo? Ihr Fuzzies werdet mich nicht besiegen. Werdet Zeugen meiner Macht. Wie war das? Das war wahre Superpower. Was hast du gemacht? Oh, ja, der... Oh, dieser Fuzzy hat meinen Panzer. Ich bin ihm hinterhergerannt, aber er hat mich nur ausgelacht und verhöhnt. Oh, Alter, was? Gib den Panzer her! Egal, wie schnell ich renne, ich krieg den Kerl einfach nicht. Ich kann's nicht glauben. Gib den Panzer. Gib ihn mir. Komm her.
Ich höre das immer. Ey, das wird ja schon schnell. Gib der Panzer her! So, wir müssen ihn. Ich hab Angst zu springen, weil ich dann immer mit dem Typen rede. Ja, siehst du schon wieder. Ich hab den Panzer her! Alter, soll ich den Boing, 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 soll ich den fix? Mann, komm, Koopa, wir müssen zusammenspielen. Fang ihn, wenn ich ihn zu dir locke. Kann man den überhaupt fangen? Oh, ich weiß nicht, ich muss ja raufspringen, oder? Geht irgendwie nicht. Der springt über mich rüber, der olle Sack. Aber das ist nicht so gewollt. Alter, was zur Hölle? Na, komm her, komm her. Komm her, ich spring einfach ein bisschen wild rum. Vielleicht treffe ich ihn irgendwann. Mann, nicht mit dir reden. Kann ich den nicht treffen? Muss ich mit dem Hammer raufhauen? Wie ein verarscht. Okay, ich gehe erstmal. So, dir kann ich, glaube ich, eher helfen, oder? Hallo? Was für eine schlechte Welt! Mein Lieblingspanzer, ich habe ihn gerade erst aus der Reinigung geholt. Ein Fazer hat ihn mir gestohlen. Wie soll ich ihn zurückbekommen? Irgendjemand muss mir helfen! Wow! Okay, wir sind schon da. Erstmal. Schöne Schieberätsel hier. Upsala. Und putz. Da, mein Kumpel. Kann sich wieder freuen. Alter, was ist mit dem Haus da im Hintergrund los? Ja, ich hätte es wissen müssen. Du bist so clever, Mario. Richtig schlauer Boy hier. Ich habe meinen Panzer mit einem Hochsicherheitsschloss versperrt. Jetzt kann ihn kein Fussi mehr wegnehmen. Sie werden es nun niemals schaffen, ihn von mir abzustreifen. Aber ehrlich gesagt, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich ihn selbst noch abkriegen kann. Ich muss auf Klo. Was haben wir hier hinten noch? Oh, ein Fussi. Oh Gott. Blup, erledigt. Noch irgendwas hier am Baum? Nee. So, ich will natürlich noch in die Häuser reingucken, aber erstmal, ich will halt echt gucken, was hier mit dem anderen Panzer noch ist. Oh, halt. So. Wie komm ich an den Panzer hier ran? Ich glaube, ich muss springen, weil sonst, ich habe ja bisher alle Fuzzies mit Sprung nur besiegt. Ich glaube, sonst springt der einfach echt über mich rüber. Dann kommt der andere Typ doch immer wieder her. Warte mal. Den schaue ich mir jetzt. Jetzt muss noch den hier erwischen. Aber der haut immer ab. Der hat kein richtiges Pattern, wo man ihn austricksen kann. Der arme Koopa. Ja, erwischt. Sehr nice. Ja, cool. Ah, sehr schön. Alle Koopas wieder fröhlich. Danke. Alter, richtig viele Ausrufezeichen. Fehlt noch eine Eins dazwischen. So, der typische Mario-Stil. Du bist genauso cool, wie man es sich von dir erzählt. Ach ja. Tschüss. So, kann ich noch kurz in die Häuser reingucken? Oh. Hallöchen, Madame. Ein eindeutig weiblicher Koopa, nicht wahr? Diese Fussis, wann hören sie endlich mit dem Unfug auf? Mein Mann ist nie da, wenn es Ärger gibt. Dein Mann? Mein Mann? Oh, sein Name ist Colorado. Du musst sicher schon von ihm gehört haben. Er behauptet von sich, ein berühmter Forscher zu sein. Wer weiß schon, ob das wahr ist oder nicht. Sein Mundwerk ist ja ständig hart am Arbeiten. Genau, Leute, Colorado, ihren Mann, werden wir auch noch kennenlernen. Was ist hier noch? Oh, ein Arbeitszimmer. Lass mal ein bisschen, kann ich hier irgendwas lesen, irgendwas gucken? Nee, doch hier. So, das ist Colorados Bücherregal. Die meisten Bücher hier befassen sich mit Archäologie. Einige verfügen allerdings auch über, sagen wir mal, weniger intellektuellen Inhalt. Ah, seine Schmutzheftchensammlung ist okay. Ist okay. Naja, für eine Schildkröte, keine Ahnung. Oder hat er seine Comics? So. Ich glaube, in dem Haus muss ich, glaube ich, richtig rein. Deswegen gehe ich erstmal nochmal hier kurz gucken, was hier nochmal so ist. Oh mein Gott, ein alter Koopa. Mit seiner schönen Kochstelle hier. Hallo? Wir sind mit der Welt gekommen. Wenn ein Koopa aus lauter Angst vor dem Fuzzy das Haus nicht mehr verlassen kann. Ich habe schon viel erlebt, aber das ist selbst für mich völlig neu. Oh Gott, beruhigen Sie sich mal, Sir. Ihr Radio funktioniert nicht. Ja, dann kommt da dazu. Okay, jetzt bleibt nur noch das eine Haus hier übrig. Was ist denn hier am Rumwumble? Was ist hier los? Wer ist da? Ich bin gerade beschäftigt. Wie? Warte! Oh, kann es sein? Bist du nicht Mario? Du bist es! Mein Name ist Cooper! Cooper? Anstatt Cooper, kreativ, wirklich. Oh Mann, ich finde es großartig, dich kennenzulernen. Dass wir uns hier treffen, muss vom Schicksal bestimmt worden sein. Ich habe da eine große Bitte. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Was denn? Du hast ein cooles Halsband. So ein blöder Fussi hat meinen Panzer gestohlen. Neben meinem Leben besitze ich nichts Wertvolleres. Ohne meinen Panzer kann ich unmöglich das Haus verlassen. Das wäre zu peinlich.
Du stehst gerade außerhalb deines Hauses. Oh, scheiße! Das Problem ist nur, dass die Fussis zu schnell für mich sind. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mir dann wohl meinen Panzer wieder beschaffen? Oh, bitte! Voll verbeugt. Alles klar. Hey, Mario! Er ist wirklich in Schwierigkeiten. Wir sollten ihm helfen. Na, wir haben bisher jedem Cooper geholfen. Der Fussi, der meinen Panzer gestohlen hat, befindet sich in meinem Haus. Ich bewache die Tür, während du ihn dir krallst. Alles klar, Cooper. Cooper. Da ist er. Fussi, Fussu. Der hat hier unten, der hat hier eine Hängematte. Und der hat ein cooles Haus. Schöne Tapete. Strandfeeling. So. Was ist hier los? Da! Und es ist der blaue Panzer, Leute! Es ist der blaue Panzer! Ich werd bekloppt. Oh, komm her! Oh, shit! Da sind so Leute, die Fussis! Gumbario, was sagst du da dazu? Oh, ich lass mal scannen! Guckt sie euch an! Das ist ein Fuzzy! Warum müssen die ständig umherspringen? Die sollten sich mal ausruhen! Naja, 3 KP auf jeden Fall, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Das Problem mit Fuzzys ist ihre Geschwindigkeit. Es ist sehr schwer, die Verteidigung richtig zu timen. Vorsicht, wenn sie sich an dir festsaugen. Sie absorbieren dann nämlich deine KP. Ist überhaupt nicht cool. Dann machen wir mal einen schnellen Sprung draus, wa? Den einen erstmal instant killen. Oh, yeah. Oh Gott. Abgeblockt, yeah. So, na dann. Komm, ich muss mal das Kommando hier besser hinkriegen. Los, komm. Boots. Ey, mit Mario ist das echt schwerer als mit Gumbario. Ich weiß auch nicht. Warum? Twam. Yeah. Seht ihr? Irgendwie ist das komisch. Down. Mario, ey. So. Gib sofort den Panzer her. Oh, was haben wir denn da? Ein Orden. Da komme ich auch noch nicht dran, tatsächlich. Leider noch nicht, aber es wird später möglich sein. Was heißt später? Jeden Moment. So, bleib zum Verstehen. Du komischer Fuzzy. Fuzzy, Fuzzy. Ich weiß nicht, ist mir egal, wie du heißt. Ich werde dich krallen. Toll. Im Baum verschwunden. Fuzzu, Fuzzu. Fang mich, wenn du kannst. Oh, such mich doch! Was zum... Ich verstehe. Ein Suchspiel. Ganz toll. Okay, er ist ganz rechts. Komm sofort da runter! Tada! Oh. Nein, nein! Fühlst du? Nicht übel, Kumpel. Aber das war erst das Aufwärmtraining. Oha. Hui, such mich doch! Oh Gott, gleich nochmal. Okay, wow, wow. Alter, wie übel. Oh Gott. Okay, jetzt ist es genau links neben mir. Yeah. Gib den scheiß Panzer her, er ist schon ganz weit unten. Du hast mich schon zweimal gefunden. Pa, Anfängerglück. Jetzt mache ich aber richtig ernst. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Los, such mich doch. Alter, was? Ich glaube, er ist wieder hier, oder? Yeah, Fuzzu, nein! Ich geb's auf! Hier, da hast du den blöden Panzer! Was wollt ihr überhaupt damit? Du hast den blauen Panzer gefunden! Sehr schön! Du bist zu stark für mich! In Zukunft werde ich brav sein! Ich versprech's! Vielleicht! Ja, sehr schön! Wir haben Coopers Panzer zurück! Ein Cooper? Was ist das überhaupt? Hier ist nix. Okay, ich werde noch ein bisschen versuchen, an Büschen zu rascheln. Der wird hier den Baum gefällt. Was Secret-mäßiges? Nö. Oh! Wie böse er guckt. Mario, da bist du ja! Ich habe mich dazu entschlossen, gegen die Fuzzis vorzugehen. Wenn ich meinen Panzer nicht selbst wieder beschaffen kann, verliere ich meinen guten Ruf. Es ist mir auch völlig egal, ob ich einen Panzer trage oder nicht. Ich werde es diesen Fuzzis schon zeigen. Wir haben den Panzer aber schon. Da, bitteschön. Der ist schick, der Panzer. Voll der Shiny Cooper. Oh ja, ja, das ist mein Panzer. Oh ja, oh ja, ich habe meinen Panzer wieder. Yippie. Du bist der Größte, Mario. Ich schulde dir etwas. Stoop. Yeah, richtig cool. Gut zu sehen, dass du dich freust. Hör mal, Mario. Es wirkt irgendwie so, als ob Cooper Gumbario komplett ignoriert. Kann das sein? Ich habe eine Idee. Hast du schon von Professor Colorado gehört? Ja, eben gerade von seiner Frau. Er ist ein Cooper-Professor in Archäologie. Er ist auch als Entdecker bekannt.
Er wohnt gleich nebenan. Ich bewundere den Professor schon, seit ich ein Ei war. Ach ja, stimmt, der Reptilien. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als ebenso wie er durch die Welt zu reisen und auf Mysterien zu ergründen. Daher habe ich habe mich gefragt, ob du mich wohl mitnehmen würdest. Ich helfe dir auch. Komm schon. Alter Koopa. Was denkst du, Mario? Nicht akzeptieren. Akzeptieren. Wir sind ja hier ein tolerantes Let's Play. Ne? Wir akzeptieren das. Aber warte mal, die Toleranz ist ja nicht akzeptieren, ne? Ihr wisst schon, natürlich akzeptieren wir das natürlich. Oh ja, ja, jetzt komme ich, cool. Nice, ich schwöre, ich, Koopa, werde dir überall hin folgen, auch wenn es bis zum Ende der Welt ist. Koopa gehört zum Team. Drücke den C-Stick nach unten, um mit seiner Hilfe weit entfernte Items oder Schalter zu erreichen. Die Bilder sind immer so cool. Sehr nice. Im Kampf kann er einen Gegner am Boden mit Panzerstoß angreifen oder alle Gegner am Boden mit dem Powerpanzer überrumpeln. Auch sehr, sehr stark. Möchtest du ein Teammitglied wechseln? Drücke C-Stick nach rechts und wähle einen Freund. Cool, Leute, wir haben Koopa. Und der kann richtig coole Sachen. Und damit können wir halt echt uns Items krallen. Was nicht schlecht ist. So, ist aber nirgendwo irgendwie noch so ein Ding unter, oder? Ein Sternschwitter? Nee. Na gut. Hui! Gehen wir, Leute, gehen wir. Ich hab meine Meinung geändert, du bärtiger Penner. Wie wär's mit einem Kämpfchen? Oh, richtig viele. Oh mein Gott. Ich könnte jetzt einfach eine Powerblume machen. Ich meine, eine Feuerblume machen. Und das mache ich, glaube ich, auch. Kurzer Prozess. Tschüss. Koopas Fähigkeiten werden wir später noch sehen. So. Instant Kill für alle. Oh. Und tschüss. Ah, schön 12 Erfahrungspunkte. Sternpunkt, ich weiß. So. Oh, nein, wir werden brav sein, wir werden brav sein. Yeah, Daumen hoch. Alles klar, komm Koopa, lass uns gehen. Die Stadt sollte nur wieder von allen Fusis befreit worden sein. Ich habe keine Ahnung, ob wir wirklich allen hätten helfen müssen, aber ist ja nicht, kann ja nicht schaden, ne? So, jetzt hier bitte. Yeah, der KP-Plus-Orden erhöht die Gesamt-KP um 5. Wenn man es mal echt ein bisschen, ja, wenn man nicht auf ein Level-Up unbedingt warten möchte, ist das gar nicht mal so schlecht. Okay, gut. So, Leute, da haben wir Koopa jetzt kennengelernt. Der Part ist an sich auch bald vorbei. Aber ich werde natürlich noch ein bisschen gucken und mich schon mal halbwegs auf den Weg zur Koopa-Brüder-Festung machen. Wo kommen die Koopa-Brüder eigentlich her? Kommen die müssen auch aus dem Dorf hier kommen, oder nicht? Koopa, erzähl doch mal, warum sind die immer so bösartig und warum finden die Ninja so cool? Oh, ach, guck mal, jetzt ist da oben ein Sternsplitter. Okay. Komm her. Yeah, Sternsplitter ausgezeichnet. So, heißt das jetzt überall jetzt irgendwas anderes? Vielleicht hier war auch ein Fussi drin? Nee. Oder bedanken die sich jetzt alle bei uns? Bedankst du dich jetzt irgendwie? Ah, die Fussis sind fort. Aber um ehrlich zu sein, finde ich es jetzt ziemlich langweilig hier. Toll. Nie zufrieden, diese Koopas. So, können wir nochmal mit der Frau reden, jetzt wo wir Koopa im Team haben? Sagt die irgendwas? So, guck mal hier, wir haben Koopa dabei. Oh, der kleine Koopa begleitet dich auf deinen Abenteuern? Wie niedlich, pass gut auf. Der kleine Koopa, wie alt bist du denn? Das sag ich lieber nicht. Ja, ist egal. Hä, wer bist du denn? Hallo? Gu-Quiz! Wim-Quizmo ist mein Name und Quiz-Shows sind mein Leben. Du willst Quizzes? Ich hab sie. Wenn du meinen knallharten Rätselnüsse knacken kannst, dann... Juhu! Gebe ich dir einen Sternensplitter. Ah, willst du es versuchen? Ja, natürlich, den Sternensplitter mag ich. Oh Gott, dann kommen wir zur Frage. Was passiert hier? Der war einfach so aufgebaut und die Herzchen-Tod-Assistent-Dame da. Frage: Wie lautet der Name von Gumbarius' kleiner Schwester? Gumbette? Gumbalina? Gumbaria! Ja! Korrekt! Kommt erstmal so ein Donut aus seiner Mütze. Alles klar, korrekt. Gratulation! Hier ist ein Sternsplitter. Au je! Dankeschön, Quizmo. Du hast bis jetzt eine Frage richtig beantwortet. Viel Glück beim nächsten Mal. Nun denn, ich hoffe bis bald. Bis zum nächsten Mal. Stoop. Boah. Der ist ja cool. Wird so einfach wegteleportiert mit seinem Hut. Tja, Leute, das war Quizmo. Oh, Koopa. Na, komm her. Koopa-Blatt. Sehr, sehr nice. Leute, ich würde aber sagen, wir beenden den Part erstmal hier. Und wie gesagt, wie er auch schon selber sagt, der Quizmo wird uns noch öfter treffen. Und immer kriegen wir einen Sternsplitter von ihm.
Aber gut, ich save the game und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Es geht auf in Richtung Koopa Festung. Ciao!